Willkommen zu einem neuen Spiel hier bei uns. Ich zeige euch heute Ben und Ed. Und wir sind hier dieser lustig ausschauende Zombie, der gerne an seinen Achseln riecht. Ich hoffe, dass man seinen Kopf verliert. Und im Spiel geht es darum, das ist einfach nur ein ganz normales Jump'n'Run. Wir müssen Ben, so einen kleinen Jungen aus den Fängen des Showmasters befreien und dafür ewig Parcours bewältigen, wo wir zerstückelt werden ohne Ende. Mal hier das erste Level antesten. Oh, da war direkt so eine Verschneide. Ja, wie geil, der jumpt trotzdem weiter hier so rum. Hier kann ich auch wieder zusammensetzen, wenn es ein Checkpoint ist, yo. Ach, scheiße. Ach, da ist so ein dämlicher Hammer zwischen. Ach, wie scheiße ist das denn, ey? So, erstmal ein bisschen hier konzentrieren. Wie schwingen die komischen Dinger? Ach, der trifft mich ja trotzdem. Er denn hier an der Seite, da ist noch der Kameramann. Sieht aus wie Robin von Batman. Jetzt gehen die aber hier steil. Das war's denn hier. Mal hier die andere Seite versuchen. Da komme ich gar nicht hin. Scheiße. Oh, ist jetzt hält hier noch ein Grenzen mit der Schwierigkeit. Das ist ja auch also das erste Level. Aber macht das schon Bock. Ich habe noch einiges an Dosen hier. Diese Hühner, die muss ich auch zertreten, glaube ich. Ich habe bestimmt schon unterwegs welche verpasst. Oh. Am besten. Okay. Da kommst du eh am besten hier drunter her. Ah, nur durch den Kopf verlieren. Das wird schon alles wieder. Wie kann ich mir auch das. Was ist das denn? Ja doch. Jetzt will ich wieder reanimieren. Zu geil, wenn du so auseinanderfetzt. Oh, da wollte ich zu viel. Ach du Scheiße. Ich krüppel mal hier weiter rum. Oh ne, ist das denn hier Slow Motion? Komm, ich werde noch ein bisschen schneller da. Kann ich nicht mehr. Scheiße, mein Kopf kann ich nicht mehr ab, ich habe keine Arme mehr. Muss ich mich bis zum Ziel einkriechen.
noch ein paar von den Suppendosen hier mitnehmen. Ja, die habe ich sogar alle geschafft jetzt. Und da ist auch schon der kleine Junge. Da haben wir den Ben. Wahrscheinlich verschwindet er jetzt wieder. Wie ich es mir gedacht habe. Gibt es hier noch Hühner? Ich glaube, davon habe ich nicht alle geschafft. So, dann direkt hier das dritte Level. Das erste war nur so ein Tutorial, deswegen habe ich das einfach mal nicht mitgefilmt. Das war langweilig. Wow. Also war mies, wenn da von hinten was kommt. Und ich bin jetzt hier. Springt man einmal zu weit. Alles hier einsammeln, was geht. Ich komme hier am besten durch. Ach Scheiße, er war zu hoch. Dann roll ich mal hier rum. Hier ist eher zusammengesetzt. So, da sind wir da ganz. Low, Bad, low. Ach, ist doch scheiße, da waren die Hammer genau in meinem Sprungding drin. Muss ich schneller sein. Lauf, 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 lauf! Shit, ich hab schon wieder ein Bein verloren. Ah, das sieht ja gut aus hier. Außer das natürlich. Sterben ohne Ende, zum Glück sind wir eh schon tot. Oh, schneller, schneller, schneller! Schon wieder so eng hier. Da muss ich einfach mal, glaube ich, mehr auf die Seite achten, wo das Ding hinspringt. So, jetzt auch 100%ig werde ich das schaffen. Scheiß Huhn hier, das krieg ich auch noch. Jetzt sind wir hier zusammenbauen, die Digga. Scheiße, ich fick grad mal auf hier, die gehen alle die ganze Zeit runter, diese Schienen. Die am besten immer hier in eins durchrennen. Zu weit zurückgegangen. Und den Kameratypen, den gibt's hier, der die ganze Zeit darum fährt, weil das Ganze als Gaming-Show so dargestellt wird. Deswegen wurde er auch vom Showmaster entführt, damit wir gegen Anreiz haben. Oh, das war knapp. Mal hier ein bisschen Gas geben. Gerade eben noch berührt. Häng ich hier fest oder was? Das gibt's doch nicht.
Ich darf ja nicht zu hoch werfen. Oh, das reicht ja schon. Gib um, du scheiß Drecksdingen. Nicht wieder da runterkommen. Noch wollen die Kinder zu töten hier. Da ist aber ja der Robin. Oh, da haben wir noch ein Messer. So ist es eigentlich ganz chillig. Die meisten Messer erwischen mir ja nicht, aber dann ist er so langsam. Ja. Sag mal nicht, dass der jetzt komplett tot ist. Nein, ich dachte, der lebt noch, wenn die den nur so leicht kratzen. Ach, die Kacke gibt's immer noch da. So, jetzt sollte ich aber gleich meinen Kopf schmeißen können, ne? Außer. Doch, das haut diesmal hin. Der haben wir doch noch erwischt, aber hat mir nochmal extra Speed gegeben. Yeah. Ich wollte hier einfach runterspringen. Ja, so weit kommt der nicht. Ah. Dieses eine Messer, was da noch hängen bleibt. Zum Glück kriegt das jetzt nicht mehr. Da fragt man sich, wer braucht so einen Scheiß? Was? Kommt jetzt? Toll, mein Körper ist jetzt komplett im Arsch. Und der ist tot und rollt da runter. Auf ein neues. Oh, wer ist hier nicht so kurvig, ne? Nein! Dass er immer da runterfallen muss. So, jetzt lauf mal durch hier. Och, da ist ein Bein irgendwo hängen geblieben. Ah, das sieht gut aus. Oh! Oh. Endlich! Jetzt nur noch hier den Kopf ordentlich rüberbringen. Also gerade eben noch umgekippt. Da fange ich nicht wieder runter. Ja, was ist denn hier? Kann ich da drüber springen? Klappt doch. So, und schon sind wir wieder ganz. Na, da sind die versteckten Dosen. Ich muss das Messer abwarten. Ach, okay, das war wert. Aber das ist gerade irgendwie nicht so schwer hier. Da muss ich mich jetzt irgendwie da nur stoppen, oder was? So, das vierte Level ist hier wieder Backstage. Da, wo das erste Level auch war. Kann ich noch andere Türen hier öffnen? Da liegt ja nochmal den dicken Showmaster. Was finde ich denn hier so in den Räumen? Nichts. Gehen wir hier weiter. Voll Speed hier durch. Es gibt auch Kopfschmerzen. Warum machst du das denn? Oh, man war nicht hart genug.
hoffe doch, dass ich hier mal alle Dosen finde. So, dann die Augen. Schon ein bisschen verstörend, was hier so ist. Ach, wie süß. So, hier müssen wir anscheinend unsere Beine nur absägen. Schnell weg von dem Ding da und ab durch den Schacht hier. Ja, komm, geh rauf. Ah, da ist er und jetzt die Dosen hier und dann durch den nächsten Schacht. Erstmal treffen. Boah, das kann nicht sein, ey. Das ist ein schlechter Basketballer. Ich sag mir nicht, dass der. Ei. Endlich. Dann roll mal hier rüber, Kollege. Was ist das jetzt hier für ein Blaulicht? Sollte mir das Angst machen. Aber was sind hier mit den restlichen Dosen? Gibt es denn hier noch irgendwo die Türen, die ich öffnen kann? Mir fehlen noch zwei Dosenhaufen. Scheint aber nicht so, dass ich irgendwo hier rein könnte. Aber vielleicht geht es ja auch noch weiter, wenn da schon das Blach steht. Lustig. Hat er mich verarscht.